Erstmal will ich den da wegmachen. Oder? Oder den da? Ach komm. Mal gucken, was der kann. Und bam! Reduziert hier nochmal quasi das Protokoll. Aber ansonsten. Oh doch, ich kann die beide wegbauen. Ach ne, ich kann nur einen von beiden wegbauen. Ja, nee, das schenke ich mir dann. Auch wenn er jetzt hier gleich jetzt zu lang. Warum kann er auf mich schießen, aber ich nicht auf ihn? Range Things. Uhr tickt. Aber sie tickt langsam. Und damit ist er down. Und damit dürften wir es geschafft haben, oder? Ja. Gefahr vorüber. Und wieder eine Mission abgeschlossen. Mission abgeschlossen. Die Kohorte sichert den Vorrat an Adamantium-Barren und leitet den Standort an ein Team von Arbeitern weiter, die die wertvollen Ressourcen zurück zum Eingang des Krankens bringen können. Ausgezeichnete Nachrichten, Magus. Das Material wird sofort verarbeitet. Dann sollen die Skitari die Waffen erhalten, die sie zur Ausführung ihrer Pflicht benötigen. Meine Pflicht ist ebenfalls getan. Sieh, dass sie ernährt werden, dass sie aufgetankt werden, dass sie bewaffnet sind. Dies ist der Wille der Omnisaya. Ja, wir kamen noch einigermaßen gut raus. Habe ich mal einfach mal abgebrochen. Wir sind jetzt eh bei 52%, das ist klar. So, 1000 Punkte habe ich wieder. Ich weiß trotzdem nicht, wo ich die Punkte reinstecken soll. Ihn leveln wir noch ein bisschen. Er braucht noch ein bisschen Aufstieg. Wait. Ja, gönnen wir ihm jetzt das Dingens hier. 2 Lebenspunkte halt. Und wir machen gleich den nächsten Level up. Für ihn hat er jetzt hier auch das komplett durch. Weitere Fähigkeit. Fähigkeit freigeschaltet. Sehr schön. Welche Handschuhe habe ich denn? Das sind die einen Lebenspunkt und 20 kritische Wahrscheinlichkeit hinzufügen. Ja, aber diese kritische Wahrscheinlichkeit ist cool. Kritisch. Halt. Weg mit. Das da einplaggen. Und trotzdem noch ein Ding. Jetzt hat er schon Rang 14. 8 Damage und Reichweite. Warte mal. Absorbiere 8 Schaden für einen Verbündeten in Reichweite. Klingt eigentlich ganz nett. Ja. Wieder zu den Missionen. Ja, nochmal die Mission. Oh, oh, oh. Oh Gott, das ist die noch bessere Energieaxt. Muss ich ja nicht fast machen. Die Leichen von Siedlern, die vor langer Zeit das Grab von Ubayo entweiht haben, können vielleicht Augmentics und Archeotechs aufweisen, welche die gegenwärtige imperiale Technologie übertreffen. Quartiermeister Roh hat sie als potenziell wertvolle Ressource identifiziert, die aus dem Grab geborgen werden sollte. Na, dann machen wir das. Und wir nehmen wieder diese. Wobei, ach komm, lass uns mal Ich finde eigentlich die Skitarier nicht ziemlich cool immer. Ach komm, wir ändern das jetzt einfach mal. Wir nehmen jetzt mal diese anderen beiden mit. Ein Skitari Vanguard und ein Skitari. Das Alpha und ein normalen Skitari Vanguard. Dann auch Nahkampf. Dann gewinnt halt keine Kognitionspunkte, aber das ist wahrscheinlich im späteren Spiel ohnehin nicht mehr so viel. Das Grab von Obayo bietet uns eine Gelegenheit zur Ressourcenbeschaffung. Allerdings eine Gelegenheit der unangenehmen Art.
Begriffe wie angenehm oder unangenehm haben für einen Magus der Mars keine Bedeutung. Worum handelt es sich bei dieser Gelegenheit? Siedler von St. Eckhart's Hope sind in die Grabstätte eingedrungen. Blade Ones haben ihre Leichen als Rohmaterial benutzt. Diese Siedler besaßen Archeotech und Augmentics, die der imperialen Wissenschaft nun abhanden gekommen sind. Du schlägst also vor, dass wir diese Materialien für die Zwecke bergen? Verstehe, welche Abscheu eine derartige Mission bei wenigen augmentierten Personal erregen dürfte. Augmentics und verlorene Techs sind für Medicare-Einrichtungen von großem Wert. Wenn sich die Gelegenheit bietet, werde ich versuchen, diese Ressourcen für das Imperium zurückzugewinnen, Quartiermeister. Na gut, dann machen wir das. Jojojo. Meine Späher haben von einem Leichenhaufen tief im Inneren des Grabes berichtet. Das dürfte erklären, wie die Flayed Ones an ihr biologisches Material gelangt sind, bevor wir dort die ersten Skitari verloren haben. Die Erhaltung der Leichen ist bemerkenswert. Durch die versiegelte Umgebung der Grabstätte wurden die Toten von St. Eckhart's Haupt vermutlich mumifiziert. Vielleicht spielte auch Necron-Technologie eine Rolle. Die Verwesung hat wohl erst eingesetzt, als wir in die Grabstätte eingedrungen. Dann bleibt uns zur Bergung nur wenig Zeit. Durch die Verwesung und die Aktivität der Necrons durfte es für uns bald nichts mehr zu retten geben. Aha. Und schön im Zickzack laufen. Laufen wir doch. Das ist doof. Warte mal. So. Egal wie ich mache, es ist falsch. Dann gehen wir es alles mal. Prüfen. Ist gut. Gibt uns Punkte. Super. Passen ja kaum rein. Krankhafte Neugier gesteigert. Eine unwiderstehliche, ergötzliche, faszinierende Neugier. Perfekte Ergänzung für meine Rückgratsammlung. Was? Er hat eine Rückgratsammlung? Auf einem Sockel in dieser schmutzigen, korrodierten Kammer steht ein glänzendes, poliertes Objekt, das ein verchromtes menschliches Rückgrat erinnert und so gar nicht in diesen Raum passt. Es scheint sich um das Augmentik eines der toten Siedler zu handeln. Aber es ist seltsam, dass so etwas zur Schau gestellt wird. Habsucht, Achtsamkeit oder Aversion? Habsucht, nehmt das Rückgrat. Es ist ein seltenes und wertvolles Augmentik. Oder Achtsamkeit, untersucht erst den Rest der Kammer, dann sehen wir weiter. Oder Aversion, fasst das Rückgrat nicht an, es ist offensichtlich Teil einer Falle. Ich denke, Habsucht wäre cool. Vielleicht bekommen wir dadurch ein cooles Gadget oder sowas. Aber was sagt ihr? 1, 2 oder 3? Also, 1, 2 oder 3. Geht ja auch ganz klein hier dran, also wirklich winzig klein. So, Cecil sagt 2. Lars sagt 1. Dodge sagt 1. Afrul sagt 2. Ist momentan unentschieden. Gibt's noch eine Meinung? Ah, hi Tepic, grüß dich, sagt auch 1. 21121. Noch irgendwie was zum Trinken, dass ich Zeit schinden kann? Nee, habe ich nicht. Ja, dann nehmen wir die 1. Habsucht. Rückgratbergung gleich unvollständig plus Aktivierung der Reueprotokolle. Reueprotokolle erfolgreich deaktiviert. Oh, es ging nach hinten los. Beast. Und er hat Schaden bekommen. Ach man. Ein Mitglied der Kohorte betritt die Kammer und greift nach dem Rückgrat. Im Nachhinein ist es vermutlich nicht überraschend, dass ein versteckter Sprengsatz explodiert, das Rückgrat zerstört und den Soldaten verletzt. Außerdem wird ein Datenalarm ausgelöst, der die Grabbewohner in der Nähe auf den Plan ruft. Das hätte nicht schlechter laufen können. Ja, das hat man jetzt von seiner Habs. Ja, dann gehen wir doch mal hier hin. Natürlich die positive, vielleicht die Teilung. Ne, es gibt nur wieder ein paar Punkte. Mehr Necrons im Kampf. Yay. Dieser Raum ist mit einem wahren Sammelsurium aus menschlichen Überresten übersät. Beckenknochen, Schädel, winzige Fuß- und Fingerknochen. Alles liegt
wild zerstreut auf dem Boden. Wie Skelette es ursprünglich waren, lässt sich aufgrund der wie viele heißen, ne? Hier steht bloß wie es ursprünglich waren, lässt sich aufgrund des Durcheinanders auf den ersten Blick nicht sagen. Plündern, untersuchen oder extrahieren. Plündern, durchsucht die Knochen nach wertvollen Gegenständen, untersucht die Knochen nach Hinweisen auf ihre Herkunft oder extrahieren, sammelt die Schädel zur späteren Umwandlung in Servoskulls ein. 1, 2 oder 3. So, Cecil ist für 3. Notch ebenfalls. Affen und Maul. Ah, alles sind für 3. Okay, dann nehmen wir die 3. Auch Lars ist frei. Alles sind für 3. Extrahieren. Jawohl, das gibt immerhin ein paar Punkte. Die Kohorte findet mehrere intakte Schädel, die zwar alt und brüchig, könnten sich aber noch für niederrangige Servoskulls eignen, die auf dem Caestus Metallicus immer gebraucht werden. Die Stirn eines der Schädel trägt das Symbol des imperialen Adlers, ein Überrest eines Elektu, das diese Person als äußerst frommes Individuum auszeichnete. Ah, okay. So, dann gehen wir jetzt erstmal noch hier rüber. Ach Gott, wir haben ja 3. Nee, warte mal. Okay, es sind 3, das heißt, ich kann ja locker flockig die Reihe durchmachen. Es ist selten, dass es 3 gibt. Und kam. Ja, ich Praetorian. Okay. Geladen, Bestimmung, Praetorian, Waffenklasse, Eidstab. Diese Namen stimmen mit imperialen Aufzeichnungen überein, sie sind aber noch älter. Vielleicht hat Rekhash Informationen darüber, ich werde es nachprüfen. Geladen, Necron, Reshak meine ich, geladen, Necron-Schriften haben sich als dekodierbar erwiesen. Sie haben ihre Arsenale und ihre Regimentseinsätze protokolliert. Da sie ihre Namensangaben nicht verschlüsselt haben, konnten diese Angaben in den Binärcode der Nusphere dekodiert werden. Dann scheint das deine Antwort zu sein, Xenobiologie. Xenobiologe in dem Fall. Praetorians überwachen vor einem Angriff den Luftraum und warten oft auf eine Datei schwer beschädigt, um fortzufahren. Es ist immer so. Jedes Mal, wenn es darum geht, was können die, ist die Datei beschädigt. Wir sollten Reshaks Datenbank in Zukunft nicht mehr stören, vor allem, wenn er sich mitten in einem Download feindlicher Daten befindet. Ja. Gerne oder zerstöre. Oh Gott, ist aber ein weiter. Ach, wieder die Art von Map. Ist auch schon ein Triarch. Der ist zuerst dran, der Triarch da hinten, dann sind wir dran. Dann der. Ja, wann ist der Typ denn dran? Hä? Scheint ja gar nicht dran zu sein. Der kommt sehr spät dran. Halten wir das mal fest. Der ist eher spät dran. Na gut, dann wird es Zeit, diesem Triarchen erstmal eine drauf zu geben. Weiß nicht, was der kann. Scannen wir ihn mal. Okay, er scheint gegen körperliche Angriffe eher anfällig zu sein. Bam. Weiß nicht, was jetzt diesen Triarchen so stark macht, aber auf den ersten Blick wirkt das jetzt nicht so krass. Sagte er, berühmte letzte Worte und so, ne? Und so viele! Mein Flammenwerfer wird sich freuen. Wir scannen mal den nächsten da. Ja, deutlich mehr Headpoints. Ja, komm, dann machen wir jetzt diesen Typen hier fertig. Mich jetzt nicht überzeugt, was der kann. Definitiv nicht. Ja, dann werde ich mal selbst großer Arzt.
Und ja, rote Welt. Okay, das können die. Unfair durch die Gegend springen. Au. Wenn die das zu oft machen, macht der gleich gar nichts mehr, der Junge. Okay, den Flammenwerfer kann man im Nahkampf einsetzen, wie ich gerade eben realisiere. Vollständige Hilfe von allen Techpriestern wiederherstellen, heilt ein Ziel um 3 Lebenspunkte. Ja, please. Fang mal mit dir selber an. Die Namen des Maschinengottes werde wieder repariert oder sowas in der Art, hat er gesagt. Heil dich nochmal noch ein bisschen mehr. Okay. Möchte ich wissen, was die können. Der eine ist ja schon offenbart, der hat auch 12 Lebenspunkte. Das ist deutlich krasser als der hier bei uns rumgestanden hat. Okay, wir setzen jetzt den Flammenwerfer aus nächster Nähe ein. Burn it all! Alles klar, wenn er wegläuft, bekommt er, glaube ich, Schaden, ne? Ne, bekommt er nicht. Witzig. Okay, den hat er sogar weggeholzt. Meine eigenen Überraschung. Ja, komm, dann können wir mit dem Dendrit hier noch angreifen. Okay, er ist deutlich wehrfähiger, als ich gedacht hätte. Deutlich. Beide einfach mal so umgenatzt. Und repariert sie noch. Grinsend, ne? Schließt sich quasi seine Verletzung, als ob er... Keine Ahnung. Der T-1000, der T-2000 wäre oder so. Kennt ja fast keiner mehr Terminator. War das der T-2000? Ich weiß es nicht. Dieses regenerative Metall hatte. Ein Vanguard's Gitarre, ein Vanguard irgendwas. Vanguarde dich mal hier hin, Junge. Wie die jetzt alle kommen, ey. Halten sich total für eingeladen. So, ich knall den mal weg, bevor der irgendwie der restliche Gegner kommt. Ich will, dass auf dieser Seite keiner ist, der nicht von mir eingeladen ist. Waffe. Waffe kann ich hier weit genug schießen. Ja, da kommt schon mal der nächste vorbei. Und möchte gleich wieder gehen. Dass sich hier so einzeln reintröppeln. Kenne ich nichts und wieder zurück. Gelegenheitsangriff. Ist das schön. Ist das schön. Auch der ist schon weg. Freunde, kommt bald wieder. Oder so. Hallo Michael, grüß dich. Vor 6 Jahren? Kann sein, Michael. 6 Jahre. Kann schon sein. Und er repariert sich nochmal. So, kann der Vanguard da schon schießen? Das ist die große entscheidende Frage. Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, kann er. Lein da. Hat nicht gereicht. Komm rüber. Nee, ich spare mir das gerade. Ich denke nicht, dass die... Der kommt da gar nicht raus, der Trottel. Boah, es ist echt bitter, dass er überhaupt keine Rüstung hat. Hm.
da hingehe, und vielleicht mehrere treffen, alle drei. Mehr Schaden. Und alle drei wegburnen. Alle drei zusammengeklappt wie so ein Stuhl. Ist das herrlich. Ja, jetzt muss ich nur darüber und scannen, ne? Das ist das, was das Spiel sagt. Also gehen wir darüber. Boing. Gibt es fürs Erste keine Gegner mehr? So, jetzt. Geh ich mal dahin und heil den einen Vanguard hier mal schnell. Den brauchen wir vielleicht noch für irgendwas. Also das Heilen habe ich schon benutzt. Dann halt nicht. Ja, dann halt nicht. Den reparieren. Und nochmal reparieren. Hallöchen, bist du dann Trader? Ja, ja, fürs Erste sind es die letzten, da hast du schon recht. Dann wahrscheinlich noch mehr gleich sein. Das. Wobei, ich muss halt erstmal jetzt hier scannen. Also es kann gut sein, dass es wirklich die letzten gewesen sind. Aber wahrscheinlich sobald ich drüben bin. Wahrscheinlich nochmal Rabatz oder so. Oder Dune Trader, Entschuldigung, Dune Trader. Das ist der Name. Nehme ich mal an. Abgeschlossen, ich brauche nicht noch mehr Leute. Denke ich, kann mir Zeit lassen. Verschwende jetzt hier keine Kognitionspunkte, ich habe noch mehr Kämpfe vor mir. So. Kaputt schlagen kann ich es auch noch. Den Punkt holen wir uns auch noch da hinten. Wir haben auf jeden Fall noch eine Runde vor uns, deswegen lohnt sich die Aktion. Gehen wir mit ihm auch dahin. Dann gehen wir aus diesem Kampf auf jeden Fall mit vollen Kognitionspunkten raus. Total lustige Seitwärtsfahrstühle. Horizontaler Natur. Ja, komm, jetzt scannen wir das und dann haben wir es wahrscheinlich hinter uns. Nö, es war's tatsächlich. Keine weiteren Gegner in diesem Kampf. Man muss nur noch scannen. Oder zerstören. Man hätte es auch zerstört. Aber dann hätte ich die Blackstones nicht bekommen. Ob es sich hiermit um eine, ob es sich hierbei um eine der Stellen handelt, bei denen die Siedler eingedrungen sind, es könnte sich durchaus lohnen, die Sachen nachzugehen. Vielleicht sind die Überreste ja noch was, sind die Überreste ja noch in der Nähe? Die Überreste eines stark verrosteten Bergbaugeräts menschlichen Ursprungs stehen neben einem aufgefüllten Loch zwischen der Wand und Decke dieses Durchgangs. Also man kann es verwerten, untersucht das Gerät ausführlich nach verwertbaren Komponenten oder ausgraben, sucht an den Grabungsstellen nach Hinweisen oder untersuchen, untersucht den Bereich auf Anzeichen von Siedleraktivitäten. 1, 2 oder 3. Sagt ihr. Sollen wir es verwerten, sollen wir es ausgraben oder untersuchen? Der Sessel ist für ausgraben. Mr. Dune Trader ebenfalls. Notch ist für 1. Ah, von Ulm ist für 3.
Epic ist auch für zwei. Dann wird es höchstwahrscheinlich die zwei sein, weil es das einzige ist, da wo wirklich mehrere Leute genommen haben. Gut, dann graben wir es mal aus. Ah ne, Lars ist auch für eins. Aber solange es hier nicht noch jemand eins macht, ist immer noch die zwei vorne. 5, 4, 3, 2, 1, ausgraben. Und ich bekomme eine Waffe! Yes! Die schwere Arc Rifle. Distanzangriff für ein einzelnes Ziel. Wenn das Ziel getroffen wird, wird dies zu einer Kegelzonenattacke für dein Ziel. 1 bis 20 Schaden und verkettet die Ziele 1 bis 2. Aber eine fette RNG-Reichweite. Dennoch ist das eine Waffe, die witzig sein könnte. Die ausgefüllten Grabungsstellen reichen tief in den Erdboden von Silver Tenebris. Es ist unmöglich, sie bis zum Ende zu verfolgen. Immerhin findet die Kohorte beim Graben einige Artefakte, darunter auch einige altertümliche Vermessungsgeräte mit verwertbaren Teilen. Ja, das ist ein Vermessungsgerät mit verwertbaren Teilen. Was haben die für Vermessungsgerät? Okay. Also, wisst ihr, wenn das die Vermessungsgeräte sind, dann will ich die Waffen nicht kennenlernen. Zumindest nicht von der falschen Seite des Laufs. Necrons werden schneller wiederbelebt. Blüfe. Okay, das ist das erste Mal, dass es so viele sind. Und die kennen wir alle noch nicht. Zumindest einige nicht. Ich will mal alle durchprobieren, deswegen habe ich gespeichert. Was macht das? Das gibt CP. Dann laden wir mal. Und probieren es mal durch. Pure Neugier wie immer. Das erste Mal, dass ich sowas sehe, dann das hier. Eine andere Reihenfolge jetzt, oder? Ich glaube, das war ursprünglich. Was ist das hier? Auch CP. Ich guck mal, ob die Reihenfolge wirklich jedes Mal anders ist. Ist jedes Mal anders. Das kostet nicht CP. Okay, das ist faszinierend. Die Reihenfolge ist tatsächlich immer eine andere, trotz Laden. Das nehmen wir. Das war das Letzte. Eine Art Behälter scheint mit rohen Binärdateien gefüllt zu sein, die eindeutigen Xenos-Ursprungs sind. Bla bla bla, wir nehmen es mit. Dann kommen wir hier gleich in die nächste Storyline-Kampfmission. Schon wieder diese Art von... Oh ne, das ist ein bisschen anders. Hä? Ach Gott, die fahren erst noch hoch? Okay. Verzöger den mal. Ist ja noch niemand da. Komm jetzt wahrscheinlich hoch, wenn ich das mache, wisst ihr? Wo ist dies? Das ist witzig. Lass mal wissen, was der tut. Ah, wieder so ein starkes Vieh. In dem hier einfach einen drauf, das ist der einzige, den ich schießen kann. Oh, kritisch finde ich immer gut.